Den kennen wir nicht schon. Siebenter Wochenspruch. Mein Selbst, es drohet zu entfliehen, vom Weltenlichte mächtig angezogen. Nun trete du, mein Ahnen, in deine Rechte kräftig ein. Setze mir des Denkens Macht, das in der Sinne Schein sich selbst verlieren will. Also mit Ahnung im Sinnesschein, im Lichtrausch in der Natur sich verlieren. Das geht's. Und diesen mit dem Denken zurückschrauben. Aber ein wirkliches Ahnen bekommen von dem seelischen, geistigen, was draußen. Ich lese es noch einmal. Ich habe gerade erst in Leid. Mein Selbst. Wolfgang, ich habe gerade erst zu entfliehen, vom Weltenlichte mächtig angezogen. Nun trete du, mein Ahnen, in deine Rechte kräftig ein. Ersetze mir des Denkens Macht, dass in der Sinne Schein ich selbst verlieren will. Also ein bisschen loslassen einfach. Das war's von meiner Seite. Anja, du beginnst. Okay. Die Himmelfahrtsoffenbarung und das Pfingstgeheimnis. Donnerstag, 7. Mai 1923. Die Entwicklung der Erdenmenschheit hat aus den verschiedenen Religionssystemen heraus gewaltige Bilder für diese Menschheit hingestellt. Bilder, zu deren völligem Verständnis schon einmal eine Art esoterischer Erkenntnis gehört. Wir haben auf anthroposophischem Boden im Laufe der Jahre alle vier Evangelien in dieser Weise interpretiert gesehen. Indem wir die anthroposophisch-esoterischen Erkenntnis angewendeten, um den tieferen Gehalt der Evangelien an das Tageslicht zu ziehen. In der Regel ist dasjenige, worum es sich dabei handelt, dargestellt in Bildern, die gerade deshalb Bilder sind, weil Bilder sich nicht in einer so engen Weise rationalistisch mitteilen lassen wie Begriffe und Ideen. Bei Begriffen und Ideen hat der Mensch die Meinung, dass er, wenn er den Begriff in sich aufgenommen hat, alles durchschaut habe, was in Betracht kommt. Bei dem Bilde, bei der Imagination, kann man eine solche Meinung nicht haben. Das Bild, die Imagination, wirkt lebendig. Man möchte sagen, sie wirkt lebendig wie ein lebendiges Wesen selber. Sagen wir, ein lebendiges Wesen wie der Mensch. Man mag es von dieser oder jener Seite kennengelernt haben. Man wird aber immer wieder und wiederum neue Seiten kennenlernen. Man wird sich nicht begnügen mit allerlei Definitionen, die die Sache umfassen sollen, sondern man wird sich aufschwingen wollen zu Charakteristiken, die von verschiedenen Seiten her dem Bilde beizukommen, streben und die das Bild immer mehr und mehr zur Erkenntnis des Menschen bringen. Nun möchte ich heute gerade zwei Bilder, die Sie als Bilder ja gut kennen, vor Ihre Seele hinstellen und einiges in Bezug auf diese Bilder charakterisieren. Das eine Bild ist dasjenige, das uns die Jünger des Christus Jesus darstellt am Himmelfahrtstage, wie sie aufblinkend entschwebend sehen den Christus in den Wolken. Das Bild wird gewöhnlich so aufgefasst, dass der Christus himmelwärts gefahren ist, die Erde verlassen habe und die Jünger gewissermaßen auf sich selbst gestellt sind. Wie überhaupt sich die Erdenmenschheit, für die der Christus durch das Mysterium von Golgatha gegangen ist, nach seiner Himmelfahrt sich selbst überlassen sieht. Ja, Sie können ganz gerne ein bisschen langsamer für mich. Okay. Sie können leicht auf den Gedanken kommen, dass dies der Realität des Mysteriums von Golgatha in einer gewissen Weise widerspricht. Wir wissen, dass durch das Mysterium von Golgatha der Christus in Wahrheit beschlossen hat, sein eigenes Wesen mit dem Wesen der Erde zu verbinden. Also eigentlich von dem Mysterium von Golgatha ab, mit der Erdenentwicklung in einem fortdauernden Zusammenhang zu bleiben. So könnte man das gewaltige Bild der Himmelfahrt in Widerspruch gesetzt sehen zu demjenigen, was sich aus der esoterischen Anschauung des Mysteriums von Golgatha über die Verbindung des Christus mit dem Erdenwesen und mit der Menschheit ergibt. Wir wollen heute versuchen, über diesen Widerspruch an der Hand wirklicher geistiger Tatsachen einmal hinwegzukommen. Das zweite Bild, das ich heute für Ihre Seele rücken möchte, ist dasjenige, wo 10 Tage nach der Himmelfahrt die Jünger versammelt sind und feurige Zungen auf das Haupt eines jeden herniederkommen, so dass sie sich angeregt fühlen,
wie das in populärer Ausdrucksform heißt, in den verschiedenen Zungen zu sprechen. In Wirklichkeit heißt das aber, dass sie nunmehr die Möglichkeit hatten, die Geheimnisse von Golgatha jedem menschlichen Herzen, welchem Bekenntnis es auch sonst angehört, beizubringen. Diese zwei Bilder wollen wir heute einmal vor unsere Seele hinstellen und wollen einiges, es kann natürlich nur einiges sein, zu ihrer Charakteristik beitragen. Weiter oder möchte ich mal was? Wir wissen ja immer, dann gib auch weiter ruhig. Ja? Ja, Sabine sehe ich an meiner Seite. Wir wissen, dass die Menschheitsentwicklung nicht erst auf der Erde begonnen hat. Versteht ihr mich alle? Wir wissen, dass der Erdenentwicklung vorangegangen ist die Mondenentwicklung, dieser eine Sonnenentwicklung, dieser eine Saturnentwicklung, wie Sie das dargestellt finden in meiner Geheimwissenschaft im Umriss. Wir wissen, dass der Mensch während der Saturnentwicklung zwar bis zu dem physischen Leib herunter sich entfaltete, dass aber dieser physische Leib dazumal im Wesentlichen nur ein Wärmeleib war. Das heißt, dass eine Summe von Wärmedifferenzen, Wärmewirkungen sich um das Seelisch-Geistige, wie es dazumal eben im Sinne der Beschreibungen meiner Geheimwissenschaft war, gewissermaßen herumlagerten. Wir wissen dann, dass während der Sonnenentwicklung der Mensch einen luftförmigen Körper bekommen hat, während der Mondenentwicklung eine Art flüssigen Körper und den festen, den eigentlich erdigen Körper erst während der Erdenentwicklung sich angeeignet hat. Nun müssen wir einmal die Erdenentwicklung ins Auge fassen. Wir wissen, dass die Erdenentwicklung in 7 aufeinanderfolgenden Epochen vor sich geht. Die erste Epoche ist gewissermaßen eine Wiederholung der Saturnentwicklung. Die zweite eine Wiederholung der Sonnenentwicklung. Die dritte Epoche eine Wiederholung der Mondenentwicklung. Wir haben sie einmal die lemurische Entwicklung genannt. Mit der vierten Epoche setzt die eigentliche Erdenentwicklung ein. Wir leben jetzt in der 5. Entwicklungsepoche. Hier werden 2 andere, eine 6. und eine 7. folgen. Tafel. 1. Epoche, Wiederholung der Saturnentwicklung. 2. Epoche, Wiederholung der Sonnenentwicklung. 3. Epoche, Wiederholung der Mondenentwicklung, lemurische Zeit. 4. Epoche, Beginn der eigentlichen Erdentwicklung, atlantische Zeit. 5. Epoche, nachatlantische Zeit. 6. Epoche, 7. Epoche. Die Mitte der Erdenentwicklung liegt nun in der Mitte der atlantischen Epoche, sodass die Erde bereits für unsere Gegenwart die Kulmination, die eigentliche Mitte ihrer Entwicklung überschritten hat. Sie müssen daraus ersehen, dass die Erde sich bereits in absteigender Entwicklung befindet. Wir haben also in unserer Zeit durchaus damit zu rechnen, dass die Erde in absteigender Entwicklung ist. Ich habe ja öfter darauf aufmerksam gemacht. Dass das sogar mit den Ergebnissen der materialistischen Geologie heute durchaus übereinstimmt. Noch einen lese ich, ja? Eduard. Jetzt ist sie weg. Ich mache weiter. Was? Achso, du warst jetzt weg. Entschuldige. Oh, war ich weg? Entschuldigung. Ich bin bei Angehören, 3. Zeile. Nee, nochmal von vorne, Eduard Süß. Okay. Eduard Süß macht in seinem Buche Das Antlitz der Erde darauf aufmerksam, dass die Schollen der Erde, auf denen wir heute herumtreten, eigentlich einer schon ersterbenden Erde angehören. Die Erde war sozusagen während der atlantischen Epoche in ihrem mittleren Alter. Da war sie voll inneren Lebens und man fand auf der Erde nicht diejenigen Gebilde, die man heute als Gesteine findet, die zerbröckeln, sondern da fand man das Mineralische in dem Irdischen so tätig, wie heute das Mineralische etwa in einem tierischen Organismus tätig ist, wo es ja auch höchstens, wenn der tierische Organismus krank ist, in allerlei Ablagerungen sich ergibt. Wenn man aber den tierischen Organismus gesund hat, so bilden sich als Ablagerungen nur etwa die Knochen. Aber diese haben auch noch ein inneres Leben. Sie haben nicht jenes Erstorbensein, das verstäubt, wie unsere Gebirge, die Felsen unserer Gebirge verstäuben. Dieses Verstäuben der Felsen unserer Gebirge ist eben einfach das Zeugnis für die schon in einem Todesprozess, in einem Sterbeprozess befindliche Erde. Weiter.
Renate? Das ist ein bisschen durcheinander. Ich bin jetzt eigentlich neben dir. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist ich bin jetzt so bei jedem anders. Ja. Also ich bin bei jedem anders. Ja. Immer der Rechte. Wir haben ja gesagt, immer aus der Sicht desjenigen, der gelesen hat. Und okay. Das geht's ja nicht. Okay. Hat, hast du den Text bekommen? Nein, ich lese Sabine, dann lese dann nicht. Laura? Heißt du Laura? Ich? Laura. Nein. Nee, Laura, ach genau, du bist von meiner Linken. Aber in Rosa, so, wir haben uns erst letzte Woche kennengelernt. Das ist die Sarah. Sarah, Entschuldigung, ich verwechsel immer die Namen Laura und Sarah, Entschuldigung. Entschuldigung. Sarah? Ja. Gut. Renate, darf ich noch kurz unterbrechen? Ich habe hier auf der linken Seite im Chat ist das PDF mit dem Text. Du musst nur draufklicken, dann hast du es vor dir. Ja, nur, dass du es weißt. Gut. Okay. Bin schon wieder ruhig. Okay. Geht. Wie gesagt, das ist heute schon eine Erkenntnis der gewöhnlichen materialistischen Geologie. Anthroposophie muss nun zu dem hinzufügen, dass wirklich seit der Mitte der atlantischen Epoche die Erde in einem absteigenden Entwicklungsprozess ist. Aber zur Erde müssen wir rechnen alles dasjenige, was der Erde angehört. Die Pflanzen, die Tiere und vor allen Dingen den physischen Menschen. Der physische Mensch gehört zur Erde. Und indem der Erde in einem absteigenden Prozess ihrer Entwicklung ist, ist auch der physische Menschenleib durchaus in einem absteigenden Entwicklungsprozess. Anders ausgedrückt, esoterischer ausgedrückt, bedeutet das Folgendes. Seit der Mitte der atlantischen Zeit ist eigentlich alles dasjenige fertig, was sich zuerst veranlagt hat, in dem Wärmeleib des Saturn. Der menschliche physische Leib war in der Mitte der atlantischen Zeit fertig. Dann hat er sich schon in einer absteigenden Linie entwickelt. Als nun die Zeit des Mysteriums von Golgatha herankam, da war im Grunde über die ganze Erde hin, im Wesentlichen, die Entwicklung geht ja nicht gleichmäßig, es erscheint eine Entwicklungsphase bei einem Volk etwas früher, bei dem anderen Volk oder der anderen Rasse etwas später. Aber im Wesentlichen, im Durchschnitt, war um die Zeit, als das Mysterium von Golgatha eintrat, die Entwicklung des physischen Wesens des Menschen so, dass eigentlich für die gesamte Menschheit in Aussicht stand, sich nicht weiter auf der Erde verkörpern zu können. Das heißt, diese absteigende Erdenentwicklung nicht weiter mitmachen zu können. Das war etwas, was man in eingeweihten Schulen schon durchaus wusste, was man natürlich auch heute wissen kann, dass um die Zeit des Mysteriums von Golgatha der menschlich-physische Leib so weit im Verfall war, dass die Menschen, die dazu mal verkörpert waren oder die kurz nachher verkörpert waren, so etwa bis gegen das 4. Jahrhundert hin, vor der Gefahr standen, die Erde wüst und leer zu lassen, in der Zukunft keine Möglichkeit zu finden, herunterzusteigen aus der geistig-seelischen Welt und einen physischen Körper aus den physischen Erdenmitteln herauszuformen. Diese Gefahr war da. Es hätte also der Mensch eigentlich seiner Erdenbestimmung untreu werden müssen. Das Zusammenwirken der aramanischen und der luziferischen Mächte hatte es in der Tat so weit gebracht, dass zur Zeit des Mysteriums von Golgatha die Menschheit eigentlich auf der Erde aussterben sollte. Und durch dasjenige, was mit dem Mysterium von Golgatha geschehen ist, würde, man möchte sagen, die Menschheit von dem Aussterben geheilt.
Es würde dem physischen Leib des Menschen wiederum eine entsprechende Frische beigebracht, so dass die Menschen nun die weitere Erdenentwicklung so durchmachen können, dass sie wiederum herunterkommen können aus geistig-seelischen Welten und die Möglichkeit haben, überhaupt physische Leiber zu bewohnen. Das war die ganz reale Wirkung des Mysteriums von Golgatha. Ja, jetzt jemand weiteres. Wer ist denn im Uhrzeigersinn der Nächste bei dir? Ich weiß nicht. Welche Kachel kommt neben deiner Kachel rechts? Vielleicht Christoph und Laura? Okay, dann. Ich habe es bereits öfter angedeutet, dass diese Wirkung in solcher Linie liegt, unter anderem einmal in einem Vortragszyklus, der den Titel trägt, von Jesus zu Christus, der in Karlsruhe gehalten worden ist und der ja, weil gewisse Wahrheiten, von denen viele Leute wollen, dass sie verhüllt bleiben, einmal aus einem esoterischen Pflichtgefühl heraus ausgesprochen wurden, gerade am meisten angefeindet worden ist. Ja, man kann sagen, von gewissen Seiten her begann überhaupt die Feindschaft gegen Anthroposophie gerade von diesem Zyklus aus. Nun, das war also die reale Wirkung nach der einen Seite hin. Man kann dieselbe Tatsache natürlich auch in mannigfaltiger anderer Weise aussprechen. In jenem Zyklus habe ich sie anders ausgesprochen. Aber dasjenige, was ich heute charakterisiere, ist eben nur von einer etwas anderen Seite her erfasst, dasselbe. Es war also so, dass durch das Mysterium von Golgatha die Wachstums- und Gedeihenskräfte des physischen Menschen neu angefacht worden sind. Dadurch ist die Möglichkeit herbeigeführt, dass der Mensch in den Schlafzuständen einen Impuls erhält, den er sonst nicht erhalten würde. Die Gesamtentwicklung des Menschen auf der Erde verläuft ja in Wachzuständen und in Schlafzuständen. Im Schlafzustande bleiben physischer Leib und Ätherleib zurück. Das Ich und der astralische Leib machen sich vom Einschlafen bis zum Aufwachen selbstständig. Während dieses Selbstständigmachens im Schlafe geschieht namentlich die Einwirkung der Christuskraft bei denjenigen Menschen, die sich durch den nötigen Seeleninhalt in entsprechender Weise für den Schlafzustand bereithalten. Also die Einwirkung durch die Christuskraft geschieht vorzugsweise während des Schlafzustandes. Nun stellen Sie sich einmal vor, dass in demjenigen Zeitpunkte, der biblisch-bildlich angedeutet wird, durch das Himmelfahrtsbild, die Jünger so weit hellsichtig geworden sind, dass sie auf dasjenige sehen, was eigentlich Geheimnis der Erdenentwicklung ist. Die Geheimnisse der Erdenentwicklung gehen eigentlich vor dem gewöhnlichen Bewusstsein des Menschen vorbei. Das gewöhnliche Bewusstsein kann gar nicht wissen, ob nicht in irgendeinem Punkte der Menschheitsentwicklung etwas für die Erdenentwicklung höchst Bedeutsames geschieht. Es geschieht auch so manches, nur achtet das gewöhnliche Bewusstsein nicht darauf. Und die Darstellung der Himmelfahrtsszene bedeutet eigentlich, dass die Jünger Christi in diesem Augenblick fähig geworden sind, etwas sehr Bedeutsames zu beobachten, was sozusagen hinter den Kulissen der Erdenentwicklung vor sich geht. Das, was Sie gesehen haben, zeigte Ihnen im Bilde diese Aussicht.
die für die Menschen gekommen wäre, wenn das Ereignis von Golgatha nicht geschehen wäre. Es stand vor ihnen in geistiger Leibhaftigkeit, was geschehen wäre, wenn das Ereignis von Golgatha nicht da gewesen wäre. Da wäre dieses geschehen, die Menschenleiber wären so irdisch verfallen geworden, dass die Zukunft der Menschheit gefährdet gewesen wäre. So wären die physischen Menschenleiber geworden. Und das Ätherische, das in dem Menschen ist, diese ätherischen Leiber, die wären ihre Anziehungskraft gefolgt. Denn der Ätherleib ist eigentlich etwas, was fortwährend nicht nach der Erde strebt, sondern fortwährend hinauf nach der Sonne strebt. Wir sind ja als Menschen so konstituiert, dass unser physischer Leib Erdenschwere hat, unser ätherischer Leib Sonnenleichtigkeit hat. Der ätherische Leib will fortwährend nach der Sonne streben. Wenn nun der physische Menschenleib so geworden wäre, wie er hätte werden müssen ohne das Mysterium von Golgatha, dann wären eben die ätherischen Menschenleiber ihrem Drange gefolgt, nach der Sonne zu streben, und die Menschheit hätte auf der Erde als Erdenmenschheit dadurch natürlich aufgehört. Die Sonne ist in dem Sinne, wie das hier öfter charakterisiert worden ist, der Wohnplatz des Christus bis zum Mysterium von Golgatha. Der ätherische Leib des Menschen strebt zu Christus hin, indem er sonnenwärts strebt. Und nun stellen Sie sich das Bild der Himmelfahrt, des Himmelfahrtstages vor. Der Christus erhebt sich vor den Seelenaugen seiner Jünger nach oben. Das heißt, es wird den Seelenaugen vorgezaubert, wie das Ätherische des Menschen, das aufwärts strebt, sich mit der Kraft, mit dem Impuls des Christus vereinigt, wie also der Mensch zur Zeit des Mysteriums von Golgatha vor der Gefahr stand, seinen ätherischen Leib wolkenwärts gegen die Sonne hinziehen zu sehen, wie aber der Christus das, was da sonnenwärts strebt, zusammenhält. Dieses Bild muss man eben im richtigen Sinne verstehen. Dieses Bild ist eigentlich eine Warnung. Der Christus bleibt schon mit der Erde vereinigt, aber er gehört zu denjenigen Kräften im Menschen, die eigentlich sonnenwärts streben, die eigentlich fortwollen in aller Zukunft von der Erde. Der Christusimpuls aber hält den Menschen auf der Erde fest. Neben mir ist Sabine, dann gebe ich einfach nach oben weiter zu Julia. So, gut. In diesem Himmelfahrtsbilde erscheint also dasjenige vor dem Seelenauge der Jünger, was hätte werden sollen, ohne das Mysterium von Golgatha. Stellen Sie sich vor, das Mysterium von Golgatha wäre nicht geschehen und eine Schar von Menschen wäre so hellsichtig geworden wie die Jünger in diesen Momenten. Dann würden Sie gesehen haben, wie von gewissen Menschen die Ätherleiber von der Erde weg zur Sonne hingehen. Und sie hätten gewusst, diesen Weg nehmen die Ätherleiber. Dasjenige, was am Menschen ätherisch-irdisch ist, das wird zur Sonne entrückt. Nun hat aber das Mysterium von Golgatha stattgefunden. Der Christus rettet für die Erde dieses Sonnenwärtsziehende. Und in diesen zur Sonne hinstrebenden, aber von dem Christus gehaltenen, erscheint gerade diese Tatsache, dass der Christus mit der Menschheit der Erde verbunden bleibt. Aber da liegt eines vor. Der Christus hat durch das Mysterium von Golgatha eigentlich
ein kosmisches Ereignis in die Erdenentwicklung hineingestellt. Der Christus kam herunter aus geistigen Höhen, verband sich im Menschen Jesus von Nazareth mit der Menschheit, ging durch das Mysterium von Golgatha, hat seine Entwicklung mit der Erdenentwicklung vereint, die für die ganze Menschheit geschehen ist. Also fassen Sie das richtig auf. Für die Menschheit war das Mysterium von Golgatha geschehen. Der hellsichtige Blick muss sozusagen immer schauen, wie für die Menschheit die der Erde enteilen wollenden Ätherkräfte des Menschen sich mit dem Christus vereinigen, so dass der Christus sie bei der Erdenentwicklung halten kann. Das gilt für die Menschheit. Aber bedenken Sie das Folgende. Nehmen wir einmal an, nur ein kleines Häuflein von Menschen hätte sich dazu verstanden, eine Erkenntnis von solchen Tatsachen sich zu erwerben, die mit dem Mysterium von Golgatha zusammenhängen. Und dann gäbe es einen großen Teil der Menschheit, wie es tatsächlich eigentlich auch in Wirklichkeit der Fall ist, der nicht anerkennt die Bedeutung des Ereignisses von Golgatha. Wir würden also die Erde bevölkert haben mit einer kleinen Anzahl wirklicher Christusbekenner und mit einer großen Anzahl von solchen, die das Mysterium von Golgatha seinem Inhalte nach nicht anerkennen. Wie ist es denn mit denen? Wie verhalten sich diese Menschen, die das Mysterium von Golgatha nicht anerkennen, zu diesem Mysterium von Golgatha? Oder besser gesagt, wie verhält sich das Mysterium von Golgatha, die Tat Christi, zu diesen Menschen? Nun, die Tat des Christus auf Golgatha ist eine objektive Tat, hängt in ihrer kosmischen Bedeutung nicht von dem ab, was die Menschen über sie glauben. Eine objektive Tatsache ist in sich wesenhaft, so wie sie ist. Wenn ein Ofen warm ist, wird er nicht dadurch kalt, dass eine Anzahl von Leuten glaubt, es sei kalt. Das Mysterium von Golgatha ist eine Rettung der Menschheit vor dem Zerfall des physischen Leibes. Gleichgültig, was die Menschen darüber glauben oder nicht glauben. Das Mysterium von Golgatha ist also geschehen für alle Menschen, auch für diejenigen, die nicht daran glauben. Das muss natürlich zunächst festgehalten werden. Und meine nächste Kachel wäre der François. Danke. Aber Sie haben wohl richtig verstanden. Dieses Mysterium von Golgatha ist ja geschehen, um den physischen Menschenleib frische Kräfte zuzuführen, um also gewissermaßen die Menschheit der Erde zu erneuern, zu erfrischen bis zu dem Grade, bis zu dem es nötig ist, sie zu verjüngen. Das ist geschehen. Dadurch ist die Möglichkeit herbeigeführt, dass die Menschen auf Erden Leiber finden können, in denen sie sich auch für eine gewisse, noch sehr weitreichende Zukunft inkarnieren können. Aber damit gehen doch die Menschen nur zunächst als geistig-seelisches Wesen durch solche nun verjüngten Erdenleiber. Sie können immer wieder erscheinen auf Erden. Der Christusimpuls, der nun auch für das Geistige des Menschen seine Bedeutung haben soll, nicht für das Leibliche allein, er kann sich erstrecken auf den Wachzustand. Aber er könnte sich nicht
auf den Schlafzustand erschienen, wenn die Seele nicht die Erkenntnis dieses Christusimpulses aufnehmen will. Also möchte man sagen, das Mysterium von Golgatha wäre für die Wachzustände des Menschen geschehen, auch wenn die Menschen die Erkenntnis von diesem Mysterium von Golgatha nicht genommen hätten. Wäre aber nicht geschehen für den Schlafzustand des Menschen. Und dasjenige, was sich daraus hätte ergeben müssen, wäre das folgende gewesen. Die Menschen würden sich zwar auf Erden immer wieder inkarniert haben, sie würden aber so geschlafen haben, dass sie in ihrem geistig-seelischen im Zusammenhang mit dem Christus verlieren müssten, wenn sie sich eine Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha angeeignet. Hier haben sie allerdings den Unterschied zu denjenigen Menschen, die sozusagen nichts wissen wollen von dem Mysterium von Golgatha. Für ihre Leiber, die Möglichkeit ihres Erdenlebens, hat der Christus sein Erdenwerk auf Golgatha getan. Hat es auch für die ungläubigsten Heiden getan. Für das geistig-seelische ist aber notwendig, dass der Christusimpuls auch in den Schlafzuständen in die Seele des Menschen senken kann. Dazu ist notwendig, dass der Mensch wissentlich sich bekennt zu dem Inhalte des Mysteriums von Golgatha. Die richtige geistige Wirkung vom Mysterium von Golgatha kann also nur hervorgehen aus der richtigen Anerkennung des Inhaltes des Mysteriums von Golgatha. Das heißt, es musste für die Erdenmenschheit eintreten, dass auf der einen Seite erkannt wird, den enteilenden, den immerfort nach der Sonne sich aufschwingenden Ätherleib hält der Christus. Aber das menschenseelisch geistiges Wesen, sein Ich und sein astralischer Leib, die müssen den Christusimpuls empfangen, indem sie sich durch das Bekenntnis dazu vorbereiten während des Wachens, in dem Zustande zwischen dem Einschlafen und dem Aufwachen. So, mein nächster Uhrzeigersinn wäre Laura Christoph, dann Renate, hast du den Text? Ich höre dich nicht. Ja, so können wir sagen. Wir lassen das Himmelfahrtsbild vor unsere Seele treten. Die Jünger, hellsichtig geworden, sehen die Tendenz der ätherischen Leiber der Menschen, sonnenwärts zu steigen. Der Christus vereinigt sich mit diesem Streben, hält es. Das ist das gewaltige Bild. Die Rettung des physisch-ätherischen des Menschen durch den Christus im Himmelfahrtsbild. Aber zu gleicher Zeit, die Jünger ziehen sich zurück. Sie werden nachdenklich, sie werden tief versonnen. Denn in ihrer Seele lebt die Erkenntnis, durch das Mysterium von Golgatha ist zunächst für das physisch-ätherische der Menschheit alles geschehen. Was aber geschieht mit dem geistig-seelischen? Woher kommt dem Menschen die Kraft in das geistig-seelische, in das Ich und den astralischen Leib des Christusimpuls, den Christusimpuls aufzunehmen? Der Christusimpuls hat sich durch das Mysterium von Golgatha auf der Erde so vollzogen, dass er nur durch geistige Erkenntniskräfte durchdrungen und erfasst werden kann. Keine materialistische Erkenntniskraft, keine materialistische Wissenschaft kann das Mysterium von Golgatha verstehen. Da muss die Seele in sich die Kraft geistigen Erkennens, die Kraft geistigen Anschauens, die Kraft geistigen Empfindens aufnehmen, um den Christusimpuls, wie er sich auf Golgatha mit den Erdenimpulsen vereinigt hat, auch verstehen zu können.
dass das geschehen kann. Dazu vollendete Christus Jesus seine Tat auf Golgatha. Und er vollendete sie so, dass er 10 Tage nach dem Himmelfahrtsereignis den Menschen die Möglichkeit sandte, nun auch mit dem innerlich geistig-seelischen, mit dem Ich und dem astralischen Leibe, sich mit dem Christus-Impulse zu durchdringen. Das ist das Bild vom Pfingstfest. Das Durchdringen des geistig-seelischen mit der des Mysteriums von Golgatha verstehenden Kraft, die Sendung des Heiligen Geistes. Christus hat seine Tat für die ganze Menschheit vollbracht. Dem Einzelnen, der diese Tat verstehen soll, dem einzelnen menschlichen Individuum hat er den Geist gesandt, sodass das seelisch-geistige den Zugang zu der allgemeinen Menschheitstat findet. Durch den Geist muss der Mensch innerlich, geistig, seelisch das Christus-Mysterium sich aneignen. Jetzt einfach weiter. Wer ist der Nächste aus deiner Sicht? Du, Wolfgang. Ich. Gut, immer der fragt. Gut. Es stehen die beiden Bilder hintereinander in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit so da, dass uns das Himmelfahrtsbild sagt, für den physischen und den ätherischen Leib ist das Ereignis von Golgatha allmenschlich vollzogen. Der einzelne Mensch muss es für sich fruchtbar machen, indem er den Heiligen Geist aufnimmt. Dadurch wird der Christusimpuls für jeden Einzelnen individuell. Und jetzt können wir noch etwas hinzufügen zu der Charakteristik des Himmelfahrtsbildes. Solche geistige Anschauungen, wie sie die Jünger am Himmelfahrtstage hatten, beziehen sich eigentlich immer auf etwas, was der Mensch schon in dem einen oder anderen Bewusstseinszustand erlebt. Und wissen Sie, nach dem Tode erlebt der Mensch den Fortgang seines ätherischen Leibes. Er legt mit dem Tode den physischen Leib ab. Einige Tage behält er seinen ätherischen Leib, dann löst sich der ätherische Leib auf. Er vereinigt sich wirklich mit der Sonne. Dieses Auflösen nach dem Tode ist Vereinigung mit dem Sonnenhaften, das den Raum, in dem sich auch die Erde befindet, durchströmt. In diesem sich vom Menschen entfernenden ätherischen Leibe schaut der Mensch seit dem Mysterium von Golgatha den Christus mit, der sein Retter geworden ist im künftigen Erdendasein, sodass eigentlich seit dem Mysterium von Golgatha jeder Mensch, der da stirbt, jenes Himmelfahrtsbild schon vor seiner Seele hat, das die Jünger durch ihren besonderen Seelenzustand an jenem Tage sahen. Aber für denjenigen, der auch das Pfingstgeheimnis in sich aufnimmt, der den Heiligen Geist sich nahe kommen lässt, für den ist dieses Bild nach dem Tode der größte Trost, den er haben kann, denn er durchschaut nun die ganze Wahrheit des Mysteriums von Golgatha. Das Bild wird für ihn zum Troste. Es sagt ihm gewissermaßen dieses Himmelfahrtsbild: Du kannst vertrauen mit allen deinen folgenden Erdenleben der Erdenentwicklung, denn der Christus ist durch das Mysterium von Golgatha der Retter der Erdenentwicklung geworden. Für denjenigen, der mit seinem Ich und seinem astralischen Leibe, also erkennend, empfindend, nicht durchdringt den Inhalt des Mysteriums von Golgatha, für den ist dieses Bild ein Vorwurf. So lange ein Vorwurf, bis er erkannt hat, auch er muss dieses Mysterium von Golgatha verstehen lernen. Es ist gewissermaßen eine Mahnung nach dem Tode: Versuche für das nächste Erdenleben solche Kräfte dir anzueignen, dass du das Mysterium von Golgatha auch verstehen kannst. Es ist nur natürlich, dass zunächst dieses Bild der Himmelfahrt eine Mahnung ist. Denn die Menschen können ja in den folgenden Erdenleben eben versuchen,
die Kräfte, an die sie gemahnt worden sind, anzuwenden und sich ein Verständnis des Mysteriums von Golgatha anzueignen. Aber Sie sehen jetzt, wie der Unterschied ist zwischen denjenigen Menschen, die mit ihren innerlichen Glaubens-, Erkenntnis-, Empfindungskräften sich zu dem Mysterium von Golgatha bekennen und denen, die sich nicht dazu bekennen. Das Mysterium von Golgatha ist eben nur für den physischen und den Ätherleib für alle Menschen dagewesen. Die Sendung des Geistes, das Pfingstgeheimnis, besagt, wie das Seelische und Geistige des Menschen an den Früchten des Mysteriums von Golgatha nur teilhaben können, wenn der Mensch sich aufschwingt zur wirklichen Anerkenntnis des Inhaltes des Mysteriums von Golgatha. Damit aber ist zugleich gesagt, weil dieser Inhalt des Mysteriums von Golgatha nur begriffen werden kann in geistiger Erkenntnis, nicht in materieller Erkenntnis, dass das richtige Pfingstfest nur verstanden werden kann, wenn die Menschen verstehen, dass die Aussendung des Geistes die Forderung an die Menschheit ist, sich zur Geisterkenntnis allmählich durchzuarbeiten. Denn nur durch Geisterkenntnis kann das Mysterium von Golgatha verstanden werden. Dass es verstanden werden soll, das ist die Forderung des Pfingstgeheimnisses. Dass es für alle Menschen geschehen ist, das ist die Offenbarung des Himmelfahrtsgeheimnisses. Diese zwei Dinge stehen in der christlich interpretierten Menschheitsentwicklung hintereinander. Die Himmelfahrtsoffenbarung, dass der Christus seine Tat als eine allmenschliche vollbracht hat. Das Pfingstgeheimnis als eine Forderung an den Menschen, als Einzelner den Impuls des Mysteriums von Golgatha in sich aufzunehmen. So kann man wohl sagen, dass Anthroposophie in Bezug auf diese Dinge darin besteht, das rechte Verständnis zu gewinnen für das Pfingstgeheimnis, seinem Anschluss an die Himmelfahrtsoffenbarung. Und wenn wir empfinden, Anthroposophie steht da wie eine Art erklärender Herold, gerade für diese Frühlingsfeste, dann haben wir zu den Farben, die Anthroposophie für uns hat, eben wieder eine, die ihr notwendig ist, zugefügt. Das soll Ihnen etwas von dem sagen, was anthroposophisch eine Stimmung abgeben kann für das richtige Fühlen des Himmelfahrts- und Pfingstfestes. Die Bilder, die mit solchen Festen vor die Seele des Menschen hinstellen, sind wie Lebewesen. Wir können immer mehr ihrem Inhalte nahe kommen, wir können sie immer besser und besser kennenlernen. Wenn die Menschen sich wieder aufschwingen dazu, das Jahr zu erfüllen mit solchem geistigem Verständnis der Festeszeiten, dann wird dieses Jahr einen konkreten, aber damit aber einen kosmisch-spirituellen Inhalt bekommen. Und der Mensch wird schon in dem Erdendasein das kosmische Dasein miterleben lernen. Margit war noch nicht da. Genau, Margit. Man möchte sagen, wenn das Pfingstfest, das von allen Dingen auch ein Fest der Blumen ist, in der richtigen Weise erfüllt ist, da geht der Mensch überall hinaus, wo die Blumen sprießen, die sich öffnen unter der Einwirkung des Sonnenhaften, sich öffnen unter dem ätherisch-astralischen und der Mensch empfindet in der sich bejubelnden Erde das irdische Abbild desjenigen, was sich dann zusammenhängt in dem Himmelfahrtsbilde des Christus, in dem sich anschließende Bilder der feurigen Zungen über den Häuptern der Jünger. Die sich öffnende Menschenbrust mag aus
symbolisiert sein in der sich der Sonne öffnenden Blume. Und dasjenige, was von der Sonne herunterkommt, um der Blume die nötige Fruchtkraft zu geben, das mag symbolisieren die feurigen Zungen, die sich niedergießen über die Häupter der Jünger. Mit dieser Kraft, die wiederum herrühren kann von dem Verständnis von Festtagen, der richtigen Betrachtung jeder Festeszeit, kann gerade Anthroposophie auf Menschenherzen wirken, kann beitragen zu jener Stimmung, die vielleicht die richtige Stimmung in diesen Tagen der Frühlingsfeste sein dürfte. Da war jetzt irgendwie ein Echo dabei, gell? Nein. Nicht bei mir schon. Schön. Gut. Also für mich ist es sehr schön. Ich habe das gestern ja schon mal gelesen. Ich habe aber sonst nichts Explizites, Anthroposophisches gelesen bisher zu Pfingsten und Himmelfahrt. Und ich finde das sehr bereichernd, so von innen. Da kann ich gut mitgehen und dem nachspüren. Und ansonsten so im kirchlichen Kontext, wie ich halt getauft bin, fand ich das nicht. Das bekommt für mich jetzt so eine Richtung, die ich nachvollziehen kann. Ja, und auch jetzt eben durch eure Initiative, also heuer nehme ich die Festtage zum ersten Mal richtig bewusst wahr und auch zu Ostern oder Empfängnis, solche Dinge, da gehe ich in die Kirche plötzlich und schaue, was der Pfarrer so erzählt und jetzt auch wieder. Also ich habe total Lust, eben der Text, der mich da jetzt auch wieder inspiriert dazu, am Sonntag oder am Montag in die Kirche zu gehen, zu schauen, was ist das Pendant, was wird denn da so erzählt. Das macht du sozusagen vergleichende Religionswissenschaften. Genau. Obwohl Anthroposophie keine Religion ist, ja. Ja, gut. Wie viel wissen die Pfarrer wirklich? Ja, genau. Ich muss allerdings dazu sagen, diese Barockkirchen, die sind natürlich sehr bildhaft und da kann man es da schon ins Schwärmen und sich reinfallen lassen, in das Bildhafte. Mhm. Also das schon allein von der Betrachtung der Bilder, ja. Das ist dann schon teilweise sehr entrückend, wenn man dafür empfänglich ist, würde ich sagen. Genau. Ja, passt aber total zu der Stimmung, die sich auch im Wochenspruch ausdrückt. Etwa dieses Hinausgehen. Das ist total diese Himmelfahrtsstimmung. Ich hätte ein paar Fragen. Ja. Darf ich sie stellen? Ja. Meine erste Frage ist, es steht da was vom zerfallenden physischen Leib, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich kann einen erstarrenden physischen Leib mir vorstellen, einen so dichten oder nicht mehr so durchlässigen. Aber was ist ein zerfallender physischer Leib? Ja, es fängt sicher mit dem Erstarren, mit dem Steiferwerden an. Man darf sich natürlich jetzt nicht gleich vorstellen, dass er zu Staubkörnchen wird. Das ist so das Bild irgendwie, das stelle ich mir vor, dann passt aber nicht. Ja, so. Das ist, aber es ist auf dem Weg dorthin, sagen wir mal, es ist auf dem Weg dorthin. Also, dass immer mehr eigentlich Totes herausfällt aus dem Lebendigen. Das ist zuerst noch ein relativ zarter Prozess. Aber wir sind auf dem Weg hin. Das ist einfach auch immer mehr tote Einschlüsse sozusagen oder nahe dem Toten. Einschlüsse gibt im lebendigen Körper. Ich sehe so ein bisschen was vertrocknen. Ja, genau. Also das ist auf dem Weg. Irgendwann zum Bröckeln beginnt. Genau. Aber wieso kann man sich da nicht mehr inkarnieren? Findet die Seele, die runter will, keinen Leib mehr? Oder kann sie dann nicht mehr einziehen oder findet sie keine Verbindung mehr zwischen den Geistern?
ja, es fehlt dann an Lebenskraft für den Leib unten. Und das heißt, dann schafft es die Seele nicht, sich da zu inkarnieren. Weil man muss ja dazu rechnen, wenn das Seelische hereinkommt, das Machtbewusstsein hereinkommt, bringt es noch zusätzlich einen Zerstörungsprozess hinein. Das steht jetzt zwar nicht da in dem Bild drinnen, aber unser Bewusstsein ist sowieso erkauft dadurch, dass wir den physischen Leib zerstören. Immer ein bisschen. Da müssen wir auch sterben irgendwann. Das ist halt der Prozess, der irgendwann die große Summe zieht. Dann ist der physische Leib so beschädigt, dass er nicht mehr zu brauchen ist, dass ihn der Ätherleib nicht mehr regenerieren kann. Und das heißt, wenn das schon von Haus aus die Bedingungen schlecht sind, dann ist es erstens schon mal viel schwieriger, dass überhaupt eine erfolgreiche Zeugung zustande kommt. Das sieht man heute längst. Also das namentlich stimmt, ja. In unserer westlichen Zivilisation. Und das heißt, da gibt es natürlich jetzt Unterschiede in der Menschheit. Also gerade wir im Westen, im sogenannten Westen, und das hat halt auch einen kulturellen Einfluss, der ist aber nicht zufällig, sind also schon sehr stark auf dem Weg, dass es sehr schwierig wird, sich zu inkarnieren. Einfach, und am stärksten ist es in Wahrheit in Amerika. Da ist auch schon so, und der Steiner beschreibt es irgendwann mal so deutlich, dass eigentlich ja im Grunde der physische Leib im Vergleich zum Ätherischen zu schrumpfen beginnt. Eigentlich wächst dann das Ätherische schon heraus, so wie es einmal in der Vergangenheit war, nur ist jetzt unten ein physischer Leib, der einfach härter wird, der toter wird, hat zum Beispiel zur Folge, dass dann nur mehr das Verstandesdenken möglich ist, dass nur mehr physisch Totes geht. Also, da fällt mir gerade ein, die seelische oder die verhärtenden Herzen, ne? Die Menschen verhärten immer ja, mehr. Ja, auch das. Vielleicht auch. Auch das, ja. Zusammenhang. Also das hat durchaus physische Folgen. Es ist auch natürlich nicht so grob deutlich zu sehen, dass die Naturwissenschaft kann es überhaupt sehr schwer feststellen, weil sie ja den Unterschied zwischen Leben und Tod eigentlich nicht wirklich kennt. Weil in beiden Fällen spielen sie halt chemisch-physikalische Prozesse ab. Man merkt halt dann nur, ja, jetzt das ganze System bricht irgendwann zusammen, aber grundsätzlich die Vorgänge, die man heute naturwissenschaftlich studiert, sind so betrachtet wie tote Vorgänge. Wenn man das Gesamtbild eigentlich nicht wirklich sieht. Aber der Prozess dahinter, also kommt mir jetzt gerade so, das Bild ist ja absolut notwendig. Also ich stell mir gerade so vor, dass uns einfach dieser Zugang zum geistig-seelischen, der ja früher da war, der muss uns so lange genommen werden, bis wir dann aus Freiheit heraus, also aus diesem Mangel heraus, den wir selbst an uns erkennen, uns auf die Suche machen, das seelisch-geistige wieder neu zu suchen und zu finden. Und von daher ist das wieder so Tragik und Notwendigkeit in einem, dass die Menschen also quasi Gesundheit. Gesundheit. Dass die Menschen also quasi immer mehr austrocknen, aber dass das eben mit dem Hintergrund geschieht. Das Mikrofon zu, bitte, Wolfgang, das ist ja der Heilige. Okay. Dass die Menschen halt immer mehr in Richtung Austrocknen gebracht werden, aber dass das eben genau diesen Hintergrund hat, dass wir dadurch auch immer mehr angehalten werden, das geistig-seelische wieder selbst zu suchen. Das fiel mir gerade dazu ein. Ich war ja jetzt bei den Himmelfahrtsbildern, dass aber durch das Mysterium von Golgatha, durch die ganz objektive Tat des Christus, zumindest dieser Verfallsprozess auch des physischen Leibes jetzt so lange aufgehalten wird, egal ob wir jetzt geistig beschäftigen oder nicht, als halt Inkarnationen auf der Erde
möglich sein müssten, weil sonst würde es jetzt schon, hätte es schon aufgehört. Also die Menschheit wäre bereits ausgestorben. Man muss sich denken, und das sieht man ja, also in der Zeit jetzt nach dem Mysterium von Golgatha, das geht halt natürlich jetzt noch 1000, 1500 Jahre, 1600 Jahre, aber dann, es fängt die sogar anzusteigen an, ja, die Weltbevölkerung. Und das hängt mit sicher auch mit dem Christusimpuls zusammen, dass das überhaupt möglich ist. Und der Punkt ist nur, dass wir heute gerade in unseren westlichen Ländern mit der Art des Denkens und des Seelenlebens, das wir haben, und eben nicht aus dem Heiligen Geist heraus schöpfen, sondern halt nur aus dem Hinwenden zur äußeren physischen Natur, dass wir da einen totalen Gegenimpuls eigentlich hineinbringen. Also lebt in der ganzen westlichen Welt. Der arbeitet eigentlich grundsätzlich gegen den Christusimpuls, der die Belebung gegeben hat. Muss man sehen. Die ganze Wissenschaft seit, ich meine, sie war notwendig, um das Bewusstseinsseelenzeitalter zu bewirken, weil Bewusstsein hängt eben mit Zerstörung zusammen, des Physischen. Ist einfach so. Aber jetzt wird es langsam sehr drängend, dass ein anderes Denken zu entwickeln, mit dem man erstens den Christus verstehen kann, weil mit dem materialistischen Denken, das wir heute haben, kann man den Christus überhaupt nicht verstehen. Da ist es irgendwie der schlichte Mann von Nazareth, der halt ein paar nette Ideen verbreitet hat, dem man halt folgen kann oder nicht, aber das ist ja kein Christusverständnis. Mein Christusverständnis habe ich dann, wenn ich eigentlich seine Lebenskraft, die Kraft, die er gespendet hat, nämlich in meinem Denken spüre. Der Christus erneuert diese Ätherkräfte. Na, wo haben wir die? Mit denen, das sind dieselben Kräfte, mit denen wir denken, wenn wir wirklich denken, lebendig denken, nicht tot denken. Das Tote ist nur das Abgestorbene. Das ist meine Erfahrung, ich wüsste auch gerne, wie ihr das kennt. Es ist so, dass es nicht die Frage ist, ob Leute an das Mysterium von Golgatha glauben. Meine Erfahrung ist, dass man erstmal Unkenntnis da herrscht und zweitens sogar mir auch entgegengetreten ist, beispielsweise, dass Leute sagen, ich glaube nicht an Jesus. So, das ist ja nochmal eine ganz andere Stufe, die also in Abrede stellen, dass das vielleicht auch eine reale Figur war. Also das heißt, das ist ja noch viel entfernter aus meiner Wahrnehmung. Dass sie sagen, diese ganze Religionsgeschichte, habe ich so meine Fragen, aber auch kein Interesse, ja. Ja, ist sicher richtig. Ich meine, der Punkt wäre heute, dass wir eben im Denken in Wahrheit diese Kraft erleben können, die der Christus gebracht hat durch das Mysterium von Golgatha. Dort ist die ganz reale Möglichkeit, diese Kraft des Christus zu erleben, in den eigenen Lebenskräften, mit denen ich denke einmal. Ganz bewusst denke, aber lebendig denke. Da ist der Christus drinnen. Das ist die Kraft, die der Menschheit noch ermöglicht, überhaupt sich zu inkarnieren, zum Beispiel. Und aus diesem Lebendigen im Denken wird in Wahrheit der Weg zu dem hin, wo Rudolf Steiner öfter sagt, was eigentlich schon im 20. Jahrhundert als Möglichkeit begonnen hat, das Erleben des ätherischen Christus. Das ist eigentlich nichts anderes als das Erleben dieser Ätherkräfte, der ich mich bedienen kann. Darin wirkt die Christuskraft, dadurch kann ich ihn erleben. Ganz real. Dann brauche ich überhaupt kein, selbst wenn man die Bibel nie gelesen hätte, nichts gehört hätte vom Christentum, aber man könnte diese Kraft in sich spüren. Ist es dann nicht auch hilfreich, so wie ich das jetzt aufgenommen habe, die Vorbereitung auf die Nacht,
Also man sieht jetzt zum Beispiel die Rückschau, die abendliche, in einem ganz anderen Licht. Ja. Ja. Also durch das, was ich jetzt gelesen habe. Ja. Das ist wie so, aha, deswegen. Mhm. Genau. Ja, richtig. Weil ich mich mit der Rückschau, mit diesem Zeitelement eben ganz stark verbinde. Ganz richtig. Also das war mir bis jetzt eigentlich nicht so klar, warum ich das jetzt tun soll, aber jetzt mit diesem, was wir gelesen haben, bekommt das eine ganz andere Qualität. Ja, ja. Würde ich mal sagen. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie unglaublich viel Fortschritt ich in meinem Erkennen habe, durch oft einfach nur diese ein, zwei Stunden mit euch eine Lesekreis-Session machen oder eben jetzt da diesen Text durchlesen, da schließt sich so viel, was jetzt einfach die letzten quasi 40 Jahre so einfach nur ein riesiges Fragezeichen war. Das ergibt jetzt alles plötzlich Sinn und da braucht es oft so wenig, weil das ist so dicht und so klar zugleich für mich und ich bin jedes Mal dankbar über so viele Passagen jetzt auch in dem Text. Ich kann gar nicht sagen, was davon, aber es schließt sich immer mehr, diese ganzen Fragezeichenfelder schließen sich immer mehr zusammen. Ja, ja, ich meine, das ist halt die Kunst der Rudolf Steiners, dass er das in klare Worte fasst, dass man die Zusammenhänge versteht und nicht nur was glaubt, von dem man dann eigentlich aber gar nicht weiß, was man genau glauben soll, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was wirklich damit gemeint ist. Ja, wirkt einfach. Was da hier steht, ist, dass wäre er nicht den Weg gegangen, sich ans Kreuz nageln zu lassen, Mysterium von Golgatha, dann wären wir heute alle nicht mehr da. Dann hätte es ungefähr 400 Jahre nach Christus aufgehört mit den Menschen. Genau. Das ist ja eine Sensation, ne? So. Das ist eine Sensation, ja. Aber das wäre jetzt meine zweite Frage zum Beispiel. Also das ist eine Frage, die mich irgendwie schon länger beschäftigt. Ja. Warum musste, also dieses Mysterium von Golgatha, ja, das ist ja schon dieser Tod und dann dieses Hinabsteigen und dann die Auferstehung. Aber warum musste der so grausam sterben? Das ist was, was ich mir denke, das war so ein unglaublich grausamer Tod. Ja. Warum musste das sein? Naja, es geht um wirklich ganz dieses zu erleben, ja auch, ich meine, der Christus ist auch der sich als erster bis ins toteste Element hinein, also bis in die Tiefen des Knochensystems, und zwar wirklich in das mineralische Element des Knochensystems inkarniert hat. Allein das ist schon das ist der eigentlich viel größere schmerzliche Prozess, und zwar mit vollem Bewusstsein. Vollem Bewusstsein. Das, was äußerlich passiert ist, das ist fast nur Symbol dazu. Der wirkliche Schmerz besteht darin, sich bis ins Toteste zu inkarnieren. Und da vorangegangen zu sein, der ganzen Menschheit. Weil wir sollten das auch irgendwann schaffen, bis zu unserer letzten Inkarnation zumindest, dass wir so tief uns mit dem Physischen verbinden. Und das heißt, da ist die Hölle eigentlich schon drinnen, in dieser tiefsten Inkarnation. Das heißt, eins werden komplett mit mein Geistiges wird eins mit dem Materiellen unten, bis ins letzte Stäuberl hinein. Und das ist das die eigentliche Opfertat. Das höchste Geistige quetscht sich hinein bis ins Toteste. Dort, wo Flüssigkeitsorganismus ist und wo die Ätherkräfte drinnen leben, das ist relativ kommod, bis dahin zu inkarnieren. Aber wirklich bis ins ganz tote Physische hinein, das ist der eigentliche Prozess. Das heißt, ein immenses, schmerzliches Bewusstsein zu erleben. Ich meine, eintauchen sozusagen in das, was naja, relativ am Geistfernsten steht. Das ist das Allerschwierigste. Das ist die eigentliche Opfertat. Das,
die äußeren Schilderungen sind mehr ein Symbol für das Ganze. Ich meine, nicht, dass sie das nicht irgendwie so abgespielt hat, aber sie sind eigentlich nur ein Bild, was unvermeidlich war, dadurch, dass sich der Christus so tief inkarnieren muss. Und zwar wirklich zu einem Zeitpunkt, wo halt die ganze Erdentwicklung schon so abgestorben ist, dass wirklich schon so viel Totes eben da ist und auch in unserem Organismus bereits drinnen ist. Weil ich meine, dass ich mich nicht jetzt in einen Erdbotzen inkarnieren kann, ist schon klar, aber es ist selbst in unserem Organismus schon so viel abgestorben drinnen, dass das eigentlich für die Inkarnation schwierig, immer schwieriger wird. Und was wir durch den Christus lernen, ist ein bisschen die Kraft, selber auch das auszuhalten, dass der physische Leib, der ist am absteigenden Ast. Und in jeder nächsten Inkarnation kommen wir in einen Körper, der noch mehr Totes in sich trägt. Der Christus hat das nicht sozusagen komplett umgedreht, aber er hat es zumindest, sage ich mal, herabgebremst. Dass wir noch die Chance haben, uns zu inkarnieren und auch ja, ein ähnliches Bewusstsein, aber halt nicht auf einmal mit einem Schlag, sondern im Laufe der folgenden Inkarnationen zu erwerben, das wirklich bis ganz ins Physische hineingeht. Dann werden wir nämlich ganz wach. Da werden wir am wachsten. Das wirkliche Ich-Bewusstsein ist ja nicht dieses mehr träumerische, astralische, das taucht nicht bis in den physischen Leib ein. Aber das Ich, wirklich der rein das Ich taucht ein, bis in das Physische. Das ist so der Hintergrund irgendwo von dem Ganzen. Und kann man da was dazu tun auch in diesem Erdenleben, dass dieser Christusimpuls eher stattfindet noch und man sich noch mehr mit diesem physischen Leib verbindet? Kann man das bewusst oder ergibt sich das von ganz automatisch? Es ergibt sich, indem man wirklich wach wird jetzt in diesem lebendigen Denken, mit dem steht und fällt alles, also für unsere Zeit jetzt überhaupt. Das ist der Punkt. Weil mit dieser verstärkten Lebenskraft, wenn wir sie im Denken zunächst einmal rege machen können, mehr können wir noch nicht. Wir können es einmal im Denken rege machen. Man muss denken, das ist nur ein kleiner Teil dieser ganzen Ätherkraft, die wir zur Verfügung haben. Aber wenn wir dort anfangen, ist eben unterstützend auch die Christuskraft da. Und die hilft uns, dass wir auch real dann immer tiefer in das Physische eindringen können. Aber da brauchen wir die Unterstützung vom Christus. Aber im Denken selber, dort können wir tätig werden. Wir selbst. Das ist der kleine Teil. Ein lebendiges Denken, das ist, weiß ich nicht, bildlich gesprochen, 1% der Ätherkräfte. Aber da macht es jetzt einen riesen Unterschied aus, ob die Leben wirklich sind oder ob ich das zum Absterben bringe. Wie wir es heute mit dem Verstandesdenken machen. Kam aus einem alten Lebendigen, ist aber bis jetzt immer mehr abgestorben und jetzt ist es tot. Dann wird wirklich, wenn wir da nichts unternehmen würden, wird genau das wahr, was die Naturwissenschaft denken, Bewusstsein, das ist eine Tätigkeit des Hirnkastels. Aber in ein Wesen, das bei dem wirklich nur das Hirnkastel arbeiten würde, würde sich kein Ich mehr inkarnieren. Das wäre vielleicht intelligent in einer gewissen Weise, verstandesmäßig intelligent. Ich meine, was wir heute. KI! Ja. Ich meine, das ist nicht umsonst kommt das heute raus, weil unser Denken sich immer mehr dem annähert, was die KI macht. KI? Künstliche Intelligenz. Oh. Herr Julian, du kannst aber noch was tun, was Konkretes. Du kannst in unserem Shop eine Tasse und einen Pulli kaufen, einen Aufdruck. Du, ich habe schon so viele Merch-Artikel von euch. Ich will genau. Aber, ja.
Aber es kommt jetzt wieder eine neue Serie. Ja, doch, nicht ja, mit der Serie geht es schneller. Ja. Ich hätte gerne einen Ball. Das wäre schön. Mit einem schönen Aufdruck von euch. Vielleicht ein Bild von Wolfgang vorne drauf. Kann ich schlecht machen. Ich aber drauf. Das habe ich gesehen. Ja, einer vorne und einer hinten. Genau. Aber ich habe jetzt noch eine Beobachtung, und zwar die Fitnessszene, ja. die dass man möglichst lange lebensfähig ist. Und dann geht es ja doch in eine gewisse Richtung, dass man die Schmerzen, die man empfindet, also wenn man zu viel Fitness macht, dann kommen natürlich dann auch Schmerzen, bis auf die Knochen. Das heißt, der Schmerz, wenn man sich das richtig, würde ich mal sagen, inkarniert ihn bis in die nächsten, letzten Phasen der Knochen durch seine Tätigkeit, wird dann wieder abgetötet durch das, dass man Schmerzmittel nimmt. Ja, ja. Genau. Denkst du, dass da eine Verbindung sein könnte? Da kommt ja jetzt die Frage, ist es jetzt aus der toten Materie, aus der wissenschaftlichen Materie heraus, indem man eben diese Schmerzen dann betäubt und das, was eigentlich positiv sein könnte, den Schmerz zu erleben, dann eigentlich auch das auch dann genommen wird. Ja, ja, richtig. Ich meine, das ist halt der Punkt. Ich meine, man muss halt schauen, wie viel man ertragen kann. Das ist schon klar. Aber der Schmerz, sei es jetzt durch dieses Training, aber auch zum Beispiel durch eine Krankheit. Also Schmerz heißt, ich bekomme Bewusstsein für meinen physischen Körper. Ein Bewusstsein, das ich normalerweise nicht habe. Es ist halt sehr unscharf oder was. Aber allein das hilft zum Beispiel schon für die nächste Inkarnation, mit viel mehr Bewusstsein, ja, wie soll ich sagen, vorzubereiten, den nächsten physischen Leib für die nächste Inkarnation. Wir arbeiten ja mit dabei. Weil jeder physische Leib ist für uns, für unsere Individualität gestaltet. Ich meine, ohne Hilfe geht es natürlich nicht, aber die wesentlichen Impulse bringen wir mit. Und es macht einen Unterschied, ob ich jetzt immer so ein bisschen herausgehoben bin und glückselig und schmerzfrei, oder ob ich den Schmerz ertragen kann. Das muss ja jetzt nicht gleich die Höllenschmerzen sein, schlechthin. Aber dieses Spüren, es wäre ja schon was, dieses Spüren bis ins Physische hinein, meinen physischen Leib wirklich wahrzunehmen. Da fängt schon mal an. Meine, man muss es ja nicht gleich extrem machen. Aber wir sind eigentlich noch lange nicht so weit, dass wir da in alles drinnen sind. Ich meine, wie viel von unserem physischen Leib erleben wir eigentlich? Ja, äußerlich kann ich alles anschauen, aber eigentlich spürt man meistens, wenn es gut geht, so ein halbwegs angenehmes Lebensgefühl, aber das ist sehr undifferenziert. Ein bisschen differenzierter wird es eben, wenn uns irgendwo was wehtut. Dann fange ich an, da in der Lunge sticht es. Ja. Vorher habe ich das nicht gespürt, aber jetzt ist irgendwas da. Im Zahn, ui, da spürt man es sehr deutlich. Ansonsten tragen wir den eigentlich ziemlich bewusstlos an uns. Und es geht halt darum, halt möglichst ein gutes Gleichgewicht zu. Das heißt halt, dass man dauernd so leiden soll, dass man eigentlich zu gar nichts mehr anderen kommt. Das ist damit nicht gemeint, aber bewusst, wir sollten bewusst werden dafür. Weil irgendwann wird der physische Leib weg sein und dann haben wir keine Chance mehr, daran aufzuwachen. Ich meine, das ist die große Chance für unser freies Ich-Bewusstsein, weil das freie Ich-Bewusstsein, das der Mensch entwickeln kann, hängt eben auch damit zusammen, dass er bis ins härteste Physische sich inkarnieren kann. Das machen ja die Engelwesenheiten zum Beispiel nicht, haben sie nie gemacht und werden sie auch künftig nicht machen. Kein geistiges Wesen hat sich bis jetzt noch bis in sowas Dichtes Physisches hineingequetscht, wie wir Menschen, beziehungsweise der Christus, der das sozusagen jetzt als Vorbild wirklich schon geschafft hat, ganz bis ins Feinste hineinzugehen und daran ein Bewusstsein für das Physische zu entwickeln,
das ganz frei ist. Und da ist er uns vorausgegangen. Weil nur wenn ich bis ins Tote mich inkarniere, habe ich die vollkommene Freiheit auch von allem, was geistig über mir steht. Wenn ich ein Bewusstsein bis da drinnen haben kann, ein eigenes individuelles Bewusstsein, dann kann ich wirkliche Freiheit entwickeln. Und darum ist es zugleich, jetzt, wenn ich das begreife, dann ist, und das passt zu dem Vortrag jetzt dazu, dass das Bild Pfingsten, also das heißt, sich bewusst zu werden, was da eigentlich passiert ist durch das Mysterium von Golgatha. Das ist das, was im Johannesevangelium so schön heißt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Erkenntnis, dass sozusagen das wirklich freie Geistige nur dort möglich ist, wo ich bis ins dichteste Physische hinein mich inkarniere. Und dadurch durch den Tod auch durchgehe. Weil in dem Moment, wo ich wirklich mich ganz inkarniert habe, dann muss notwendig der Tod eintreten, weil der Geist, der sich bis ins Physische hineindrängt, eigentlich, der zersplittert dann den physischen Leib. Ja, ist es. Der Geist muss das Physische zersplittern. Kann ja gar nicht anders. Wenn er ätherisches oder was, oder selbst bis ins flüssige Element hinein, kann er nur immer umgestaltend wirken. Okay, da muss er nicht zerstören. Aber in dem Moment, wo es erstarrt, kann er, wenn er tätig ist, es eigentlich nur mehr zersplittern. Aber daran wacht er auf. Ich hätte den Wunsch, oder habe den Wunsch, dass wir das auch mal auf uns wirken lassen. Das war so viel und auch so tief. Und das in dem Sinne einfach mal abschließen. Also ich fand es jetzt sehr wertvoll, auch nochmal das Gespräch darüber. Und dennoch habe ich das Bedürfnis, das mal wirken zu lassen und natürlich auch zur Familie zu gehen, Abendessen ist auch. Aber jetzt nicht zu sehr mit dem Verstand da anzugehen. Ich habe gemerkt, es tauchen bei mir neue Fragen auf, aber ich möchte damit das auch so leben erstmal. Ist eh gut. Es ist immer gut, mit offenen Fragen zu leben. Der Gewinn ist immer, dass eine neue offene Frage da ist. Ich habe gerade weniger Fragen als diesen Schmerz und so. Also ich spüre jetzt gerade so wieder dieses Wow, hey, verdammt, das ist eine Riesenaufgabe und es tut jetzt schon weh. Ja? Also ja. Ich bin ja noch weit weg davon oder mein Ich, aber es ist jetzt, wo es so formuliert, so klar am Tisch liegt, es ist gerade auch eine sehr schmerzhafte Erkenntnis. Ja. Ist richtig, ja. Aber man muss auch dazu sagen, es geht Schritt für Schritt und immer in dem Maße, als man bereit ist in Wahrheit dazu. Es geht nicht auf einmal. Bleiben Sie bitte in der Leitung, einer unserer Psychologen wird Sie gleich anrufen. Genau, die Nachbetreuung jetzt. Brauche ich nicht. Ja, dann kann ich nur sagen, schöne Pfingsten. Ich wünsche euch alles Gute und schöne Pfingsten. Möge der Heilige Geist auf euch herabkommen. Euch auch. Schöne Pfingsten, danke. Schöne Pfingsten. Tschüss. 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 Tschüss.